Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt beim Kader für die Heim-EM auf Kontinuität und Harmonie und opfert dafür Mats Hummels und Leon Goretzka. Richtig oder riskant? Eine Frage für unseren Focus Online-Reporter Dominik Rosing. Domi, wie bewertest du die Entscheidung des Bundestrainers? Ich finde, Julian Nagelsmann hat es heute auf der Pressekonferenz sehr, sehr gut argumentiert, aber genau das oder diese Argumentation ist gerade im Fall von Leon Goretzka echt ein Schlag ins Gesicht. Nagelsmann hat nochmal die Märzmaßnahme mit den Spielen gegen Frankreich und die Niederlande hervorgehoben, dass das vielleicht die beste Maßnahme der letzten Jahre war und dass da eben auch im Team etwas entstanden ist. Dieses Mannschaftsgefüge, diese Harmonie und ja auch diesen eingeschworenen Haufen will er jetzt nicht mehr auseinandernehmen. Und das ist eben sehr hart für Goretzka, weil er in den letzten Wochen oft signalisiert und öffentlich klargemacht hat, dass er sich unterordnen würde, dass er sich egal mit welcher Rolle zufrieden geben würde, Hauptsache er ist dabei. Jetzt kann man natürlich rein sportlich diskutieren, aber er würde rein sportlich dem Kader auch etwas geben, was die Mannschaft hat sonst noch nicht hat, diesen klassischen Box-to-Box-Spieler, der auch eine sehr, sehr große Torgefahr ausstrahlt. Das hat dieses Team nicht. Man kann über das Leistungsprinzip streiten, auch bei Goretzka gibt es Pro und Contra. Er hatte sehr, sehr gute Spiele, herausragende Spiele, aber er saß zum Beispiel auch im wichtigsten Saisonspiel in Madrid 90 Minuten lang auf der Bank. Aber auch ein Robert Andrich, ein Pascal Groß, ein Alexander Pavlovic, auch die hatten jetzt keine Farbe-Saison. Im Falle von Pavlovic, der war jetzt auch noch länger verletzt. Darum geht es aber nicht, sondern Goretzka fährt nicht mit, weil Julian Nagelsmann eben dieses Mannschaftsgefüge nicht verändern will und auf Harmonie bedacht ist. Und das ist eben bei allen Aussagen von Goretzka in den letzten Wochen echt ein Schlag ins Gesicht. Was ist bei dieser Ausbotung der Unterschied zu Mats Hummels? Ja, bei Hummels kann man, und das klingt jetzt sehr absurd, weil er in den letzten Wochen Weltklasse gespielt hat, aber bei ihm kann man auch sportlich begründen, warum Nagelsmann auf ihn verzichtet. Er oder benötigt eine andere Art von Innenverteidiger, einen anderen Spielertyp hier. Man hat ja schon mit dem Zurückkommen von Toni Kroos die Spielverlagerung und die Spieleröffnung ins Mittelfeld verschoben. Das heißt, die große Stärke, die wird hier von Hummels zum Beispiel einmal genommen. Und man verteidigt auch einfach ein bisschen höher. Das heißt, du hast viel Platz im Rücken und da wird die größte Schwäche von Hummels, nämlich das Tempodefizit, die wird hier nochmal ein bisschen größer. Und daher hat er gesagt, ich brauche hier andere Spielertypen, deshalb verzichte ich lieber gänzlich auf Hummels. Und das ist natürlich hier sportlich ein bisschen zu begründen, anders als jetzt bei Leon Goretzka. Geht Nagelsmann mit seiner Entscheidung nicht auch ein großes Risiko ein? Immerhin verzichtet er auf sehr, sehr viel Erfahrung. Das könnte gerade bei engen K.O.-Spielen, wo es vielleicht in Verlängerung Elfmeterschießen geht und sehr eng zugeht, ja doch entscheidend sein. Ja, natürlich, Erfahrung holst du dir aber letztlich auf dem Platz. Ich glaube, man wird, wenn es am Ende nicht läuft, wird man ihn einen Strick draus drehen. Das wäre auch im anderen Fall gewesen, hätte er Hummels und Goretzka mitgenommen. Ich finde, er hat es einfach sehr, sehr gut gemacht und auch mit dieser Perspektive begründet. Deswegen ist zum Beispiel auch Nico Schlotterbeck dabei, der hat eben eine große Perspektive in diesem Team. Der ist S24, der ist Linksfuß, diese Paraderolle quasi für die Innenverteidigung. Anders als in Hummels mit seinen 35 Jahren, da wäre es wahrscheinlich zumindest in der Nationalmannschaft nach der EM vorbei gewesen. Deswegen kann ich, so wie Julian Nagelsmann es heute begründet hat, sehr, sehr gut alles nachvollziehen. Vielen Dank.